Levent bei und Alim Katilmisch beim Spaziergang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem Auswärtsspiel bei TSV Nieder-Issigheim. Und hier die Aufstellungen beider Mannschaften. Schiedsrichter der Partie, Yannick Langen. Und dann ging es los. Unsere Mannschaft von links nach rechts in den roten Trikots. Erwin Schima direkt mit einem Ball nach vorne. Engin Aslan an die Latte. Furioser Start. Und die Zähne sind ungeschnitten. Emre Karaal auf Imran Gulsa. Und dann blockt er hier den Schuss ab. Und Aben Rushiti mit dem 1:0. In der dritten Minute Aben Rushiti mit Saisontor Nummer 18. Und hier Imran Gulsa blockt den Schuss des Torhüters ab. Und Aben Rushiti zum 1:0. Flotter Start für unsere Mannschaft. Hier nochmal Aben Rushiti. Dann Alper Kutluata von der rechten Seite. Und Imran Gulsa verpasst. Vadim Arama aus dem Hinterhalt über das Tor. Dann der erste Freistoß für die Gastgeber. Marco Handreke kommt da nicht an den Ball. Langer Ball von Kaan Kubalic, Vadim Arama und Engin Aslan. Aber Florian Romanowski fängt diesen Ball. Engin Aslan hier auf Mihai Bolun. Nochmal Aslan im Doppelpass mit Bolun. Dann die Hereingabe. Da setzt er sich durch und am Tor vorbei. Engin Aslan hatte die ersten Chancen unserer Mannschaft. Und da steht er im Abseits. Aber das war kein Abseits. Dann Aben Rushiti. Und was war das denn? Unser ehemaliger Spieler Sven Skupin, Aben Rushiti, Torwart Florian Romanowski, pariert diesen Ball und dann Sven Skupin in die eigenen Maschen. Loris Mulas mit der 10 verteilte die Bälle, dann ein langer Ball von Robin Geisel und Lars Ott sicher im Tor. Dann Yusuf Efil. Wir hatten wieder wie immer einen Chancenplus. Und dann dieser Ball von Yusuf Efil und Imran Gulsa zum 3:0. Saisontor Nummer 14 für den Franzosen oder Halbfranzosen Imran Gulsa. Toller Treffer. Dann nochmal Vadim Arama mit der Flanke und Engin Aslan trifft den Ball nicht richtig. Langer Ball hier von Yusuf Efil auf Mihai Bolun. Er sieht Aben Rushiti und Engin Aslan. Immer wieder Engin Aslan. Dann wird hier Aben Rushiti geschickt und Romanowski mit einer tollen Parade. Dann zur Abwechslung mal eine Ecke der Gastgeber. Patrick Enzmann. Und dann kommt der Ball hier zu Yusuf Kirtas. Torpremiere für ihn. Das 1:3. Yusuf Efil möchte da klären. Und dann Yusuf Kirtas in den Winkel. 3:1 für unsere Mannschaft. Dann Emre Karaal. Da ist er nochmal am Ball mit der gefühlvollen Flanke und schon wieder abseits. Und dann Engin Aslan sieht Mihai Bolun. Das 4:1 in der 35. Minute. Mihai Bolun. Hier tolle Vorarbeit von Engin Aslan. Und da hat der Keeper keine Chance. Mihai Bolun zum 4:1. Und Loris Mulas schimpfte. Dann klärt hier Yusuf Kirtas.
Und dann nochmal, er war überall. Da Michael Bolun und da steht Engin Aslan, 5 zu 1. Endlich macht er ihn. Hier Michael Bolun, dann Engin Aslan mit links, hämmert er ihn rein. Saisontor Nummer 38 zum 5 zu 1. Und hier wird Imran Gulsa gefoult. Dann der fällige Freistoß durch Vadim Arama. Michael Bolun. Und dann Albanian Airlines hebt ab. Yusuf Efi gegen Romanowski. Und der Torhüter hält. Dann Erwin Schima. Und dann der einzige Fehler von Kirtas und Engin Aslan zum 6 zu 1 in der 43. Minute. Saisontor Nummer 39. Und hier schlägt er über den Ball. Yusuf, Kirtas und Engin Aslan verwandelt das hier souverän zum 6 zu 1. Dann war auch schon der Halbzeitpfiff. Starke erste Hälfte unserer Mannschaft. Dann gab es Küsschen für Bruderherz Rohat. Und auch er war in der Partie, Ismail Türkilmaz. Es gab hier keine Geschenke. Trotz des Spielstandes wurde hier gekämpft. Dann ein weiter Ball von Aben Rushiti auf Engin Aslan. Er sieht in der Mitte Michael Bolun. Aber schon wieder abseits. Dann hier ein Ball auf Robin Geisel und Ismail Türkilmaz, wie wir ihn kennen, aus der Hinrunde. Dann eine Ecke durch Emre Karal und da ist nochmal Ismail Türkilmaz mit dem Kopf zur Stelle. Nächste Ecke. Und diesmal Bolun am Tor vorbei. Dann wurde hier gezaubert. Aslan auf Emre Karaal. Dann rechts raus. Alper Kutlata mit der Flanke. Und Vadim Arama versucht es hier. Aber kein Problem für Florian Romanowski. Erwin Schima versucht es hier auch. Und dann Michael Bolun. Ismail Türkilmaz mit dem Kopf. Dann nochmal Bolun. Und hier ein toller Ballgewinn von Vadim Arama. Sieht auf der linken Seite Aben Rushiti. Und in der Mitte Engin Aslan. 7 zu 1. Es ist geschafft. Tor Nummer 40. Engin Aslan. Das war mein Tipp vor der Saison. 40 Tore, Engin Aslan. Herzlichen Glückwunsch. Und auch er war jetzt neu in der Partie. Gianluca Firantello versucht es hier über das Tor. Und auch Mohamed Jatid in der Partie. Es passierte nicht mehr viel. Wir gewinnen 7 zu 1. Am Mittwoch geht es nach Kilianstetten. Apocalypse.